Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserer fünften Aufnahme von Civ 6. Einem Spiel, wo ich keine Ahnung habe, was ich tue. Aber wo mir letztens die Franzosen Bordeaux vor die Nase gesetzt haben, die Cretins, könnte man fast schon sagen. Naja, gut, was soll's. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Wir haben drei Städte. Ich glaube, die Franzosen haben jetzt erst zwei. Und ich bin der Meinung, mit Korinth werden wir nachher gleich noch einen Siedler bauen. Und sobald wir da das Orakel haben, werden wir einen Haufen Truppen noch erzeugen. Schauen wir mal. Na gut. Ja. Du hättest gerne Wein für Geld und offene Grenzen. Gott, das mit den offenen Grenzen finde ich okay, aber Geld könntest du ruhig mehr springen lassen. Sagen wir 5. Ja. Was, wenn es so ist? Nein, auch nicht. Was mit 4? Auch nicht. Ach so, geht das? Also 4 Geld ist offensichtlich noch in Ordnung. So, schauen wir mal. 50. Geht nicht. Na gut. Sagen wir mal 30. Was sagst du zu 30? Auch noch zu viel? Na, sagen wir mal, geht's dir noch gut? Auch noch zu viel. Hm. 15, aber das ist mein letztes Wort. Hm. Dann suche ich mir jemand anderen. Irgendjemand wird den Wein schon wollen. Oh, du zum Beispiel. Du bietest mir sogar 6. Hm, das nehme ich doch glatt an. Ist halt gut und nett und freundlich. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. Okay, Politik ändern. So, ich glaube, die plus 5 gegen Barbaren brauchen wir jetzt nicht mehr, bald nicht mehr. Wir werden dann plus 50% von der Produktion nehmen. Nein, warte mal. Wenn wir da nicht irgendwas anderes machen, plus 2 Gold, plus 1 Glauben, plus 30% reduziert die Kosten für den Kauf eines Geländefelds. Hm. Ja, Politik bestätigen. Philosophie hätte man ganz gerne irgendwann mal in nächster Zeit. Wir brauchen zuerst einmal Truppen, bevor wir Spezialbezirke bauen können. Es bringen uns keine Spezialbezirke was, wenn wir unsere Sachen nicht verteidigen können. Reich ist nicht wer vieles besitzt, sondern wer wenig braucht. Interessant. Die Definition von Reichtum. Hey, wir haben eine Wassermühle und deswegen kriegen wir einen Bonus im Bauwesen. Ausgezeichnet. Ein Bauwesen wiederum brauchen wir, glaube ich, um irgendwas anderes zu machen.
diesen brauchen wir für irgendeinen Stadtstaat, glaube ich. Können wir noch gar nicht erforschen. Wir brauchen nämlich noch Reiterei. Er richtet eine Weide. Hahaha. Ist jetzt lustig. Wir können noch eine Eisenverarbeitung machen, dann können wir wenigstens Schwertkämpfer schneller bauen. Oder astronomische Navigation. Leuchtturm, großer Leuchtturm. Den großen Leuchtturm. Ich glaube, der könnte auch praktisch sein für uns. Hafen. Und was auch immer das kann. Astronomische Navigation. Das klingt gut. So, Korinth hat das fertig und baut als nächstes. Nichts. Du auch nicht. Und nächste Runde. Was haben die da hier gebaut? Was bauen die da hier? Das gefällt mir aber nicht. Sind Lager nicht irgendwas Militärisches? Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen. Wir bezwingen uns selbst. Das ist aber lieb. Vielleicht kaufe ich da was. 190, was kann man da kaufen? Ein Krieger? Das ist jetzt nicht sonderlich innovativ, so ein Krieger. Andererseits besser als ein Stein am Schädel, oder? Vor allem ist der eh nicht so schlecht gegen Bogenschützen. Könntest du mit deinem blödsinnigen Waruder weggehen? Oh, ich hab's gesehen. Der blockiert alles. Geht's ihm noch gut? Na, wenigstens machen diese Barbaren nicht allzu viel. Wenn die schon da im Weg rumstehen. Hey, eine große Persönlichkeit. Das ist ja schön. Wir können Johannes den Täufer rekrutieren. Unser Volk hat einen großen Propheten in unser Land gelockt. Schickt... Ja, ja. Schickt ihn irgendwo hin. Muss im Bereich einer heiligen Stätte oder des Stonehenge-Wunders liegen. Oh, wir müssen eine heilige Stätte bauen. Das könnte natürlich problematisch sein. Das heißt, wir müssen da doch nicht Truppen bauen, sondern heilige Stätten. Oder wir bauen die heilige Stätte nach Argos. Das würde... Da in dem Gebiet ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Das Gebiet wäre auch okay. Okay, glaube ich, das nehmen wir einen Berg. Ich glaube, neben Bergen ist gut. Okay, dann transferieren wir den mal nach Argos. Und dort wartet er mal, bis irgendwas passiert.
sind Flüsse ja auch okay. Ja, schießt nur auf meine armen Buben, auf meine armen Krieger. Eine starke Wirtschaft beginnt mit starken, gut ausgebildeten Arbeitskräften. Frohnarbeit und Rekrutierung. So. Ah, diese Joker-Politik ist weg. Das heißt, die kann man nur einmal verwenden. Diese Eingebungen. Plus 15% Produktion für 100 Antike. Ah, das hätte ich schon früher gebraucht. Schade, das. 100% Marineeinheiten. 50% Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Ah, verstehe, warte mal. Kavallerie will ich ja gar nicht bauen. Idiot. Na gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Ich hätte schön geschaut. So, du wartest hier. Du denkst dir nichts Böses. Ich brauch nichts Böses. Du auch nicht. Und ihr greift mir das nicht an. Hm. Geh mal daher und teile mich mal. Schauen wir mal, ob sie die Stadt angreifen. So, machen wir politische Philosophie als nächstes. Das? Wieso haben wir das verloren? Warum? Oh. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach... Blöde. Blöde Tussi. Das ist mein Stadtstaat. Geh weg. So, warte mal, wir machen einen neuen Handelsweg. Wohin machen wir denn den Handelsweg? Wir können ganz, ganz tolle Handelswege machen. Rakadet, bist du irre? Rom? Wow. Bringt uns das Christentum. Wollen wir das Christentum? Bringt uns Geld, Wissenschaft, Glauben. Finde ich gut. Rakadet bringt uns Essen und Geld. Finde ich auch nicht so schlecht eigentlich. Argos bringt uns vor allem eine Straße. Hm. Paris gibt uns Geld und Wissenschaft. Ich meine, Rom hat natürlich schon was. Das muss man schon sagen. Aber wir wollen zunächst einmal Straßen auf nach Argos. Sinn, die Straßen so zu bauen, aber na, was soll's, was soll man machen? So, Forschung wählen. Was haben wir als nächstes? Reiterei wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann mal eine Weide hätten. Haben wir aber nicht, damit wir Bauwesen machen können. Zwei Handelsposten erstellt. Was kann so ein Handelsposten? Ich glaube, da unten habe ich das mal gesehen. Was macht ein Handelsposten? Wohnraum?
Bezirke, Gebäude, hey. Nichts, das ist einfach nur da, hm. Wirklich unsere heilige Stadt wird, dann sollten wir die Handelssachen von Argos aus machen. Ich nehme mal an, die Händler bringen den Handel auch von A nach B. Oder? Nein, nicht. Könnte schon sein. Ha, nächste Runde wird endlich dieses blöde Orakel fertig. Dann können wir endlich sinnvolle Dinge in Athen machen. Wie ich zuerst euch bin in dem purpurdunklen Meere gleich, dem Delfin von Gestalt in die hurtige Barke gesprungen, betet zu mir denn als dem Delfinier. Doch der Altar wird selbst auf ewige Zeit ein Gesegneter sein und Geehrter. Wir haben ein Orakel gebaut, was kann das nochmal? Das Patronat großer Persönlichkeit kostet 25% weniger. Bezirke in dieser Stadt von plus 2. Oh, das heißt, ich sollte Bezirke in der Stadt bauen. Nicht woanders. Wozu benötigt ihr Wunder, wenn ihr auch die Werke des Reichs der Mitte bestaunen könnt? Ja, was? Keine Ahnung. Vielleicht werde ich halt meine eigenen wählen. Ah, sehr gut. Brahma hat einen Bonus dafür gekriegt. Wir brauchen Wohnraum. Ich nehme mal an in Athen. Ja, aber 5 und 7. Und Annehmlichkeiten plus 0. Na okay. Annehmlichkeiten wahrscheinlich. Was ist mit Korinth? Ah, Annehmlichkeiten minus 1. Und Wohnraum ist auch knapp. So, in Athen bauen wir jetzt. Bauen wir jetzt drauf. Zweimal Bogenschützen. Machen wir mal zwei oder drei Bogenschützen. Du bleibst mal stehen. Du gehst mal zurück nach Hause. Du bleibst auch stehen. Und du ebenfalls. Und nächste Runde. Der mag uns jetzt nicht mehr, wenn wir ein Wunder gebaut haben. Offensichtlich bauen die ihre Wunder gerne selber. So, aber da bauen wir sowieso einen Bezirk her. Ich weiß nur noch nicht genau welchen. So, da gehst du wieder aufs Wasser. Interessant, die machen überhaupt nichts, um die Stadt anzugreifen oder so. Es stört mich nicht sonderlich, dass sie es nicht machen. Aus der Stadt, weil ich keine Stadtmauer habe. Das sollten wir langsam auch angehen. Irgendwie sollte ich mehr bauen, als ich kann. Ich sollte ganz, ganz viele Dinge machen und tue es nicht. Ah, das ist ein elender römischer Händler, der mir seine blöde Religion bringt, die kein Mensch will. Jetzt zeige ich wenigstens, warum man Stonehenge bauen sollte. Es hat sich die Gelegenheit ergeben zu einem neuen und mächtigeren Regierung. Politik ist die Kunst des Möglichen. Na dann.
neue Regierung frei. Wir können eine Oligarchie nehmen. Das Grün ist auch. Alle Landkampfeinheiten erhalten plus 4 Kampfstärke. Hauptstadt erhält plus 1 Bonus auf alle Erträge. Und wir bauen Wunderschneller. Was ist das letzte? Klassische Republik. Bonus für große Persönlichkeiten. Irgendwie sollten wir schon die Klassische Republik nehmen. Immerhin ist das das griechische Ding schlechthin, oder? Dann müssen wir aber anfangen, Bezirke zu bauen, weil sie plus 1 Annehmlichkeit bieten in der Stadt. Na gut, das sollte ja wohl gehen. Bonus für große Persönlichkeitspunkte kriegen wir auch. Na dann machen wir das. Wir haben zwar keine militärischen Punkte mehr, aber wir können da unten wegen der Joker-Politik ja militärische Sachen reintun. Ist ja gar nicht so schlimm. So, plus 2 Einfluss pro Runde für Gesandte in Stadtstaaten. Das ist gar nicht so schlecht, nachdem wir ja 1 haben, dann haben wir jetzt 3. Oder der erste Gesandte, den ihr jetzt in jedem Stadtstaat schickt, zählt als 2 Gesandte. Weiß ich nicht, ob das noch notwendig ist. Wir kennen doch schon relativ viele und haben bei recht vielen schon einen Gesandten. So, dann haben wir plus 1 Produktion in allen Städten und plus 50% Produktion auf die Wunder. Vielleicht sollten wir die Wunder auch austauschen wieder. Das geben wir mal rein. Bei Wunder bauen wir derzeit ja eh keine. Dann gehen wir das da raus. Und wir nehmen die 50% Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten da rein. Und bestätigen wir das. Ja, das klingt gut. Wir haben unseren Stadt schön umgeformt, umgemodelt. Du machst nichts. Du wartest, bis wir hier einen heiligen Dienst haben. Gehst mal darauf. Du haust mal fest auf diese Idioten ein. Auch nichts. So, Ausrichtung. Wieso nicht? Dafür haben wir das Ding schon. Bauwesen brauchen wir. Genau, Spiel und Erholung. Wir brauchen Bauwesen. Da brauchen wir vielleicht noch einen. Noch einen Bogenschützen. Gut, und du baust mir jetzt eine heilige Stätte. Da bringen wir plus 1. Da kriegen wir sogar plus 2, aber dafür ist der Reis dann weg. Ist uns das wurscht, dass der Reis dann weg ist? Sonst wollen wir plus 1 kriegen. Das brauchen wir raus. In 22 Runden ist er fertig. Könnten wir bitte aufhören, auf uns zu schießen? Überlebt das jetzt nicht, was wir da machen. Er hat es wirklich nicht überlebt. Gott, bin ich ein unfähiger Typ.
jetzt schon ins Unvollendete. Kann man das da schon bauen? Nein. Ich hab's befürchtet. Ja. So. Du machst nichts. Du machst nichts. Das geht eh rauf. Von alleine. Züge von mir, aber was soll's. Eine Einheit noch, aber keinen Bogenschützen diesmal, sondern einen schweren Streitwagen, nein, einen Rambock. Rambock liegt natürlich. Spezialeinheiten sind gut. Solange wir sie haben. Außerdem kriegt ihr den Bonus. Der Streitwagen würde einen Bonus kriegen, wenn ich die Pferde dann genommen hätte. Pfeil auf die Pferde. Okay, die sind in der Klassik. Oh, hat gerade Frankreich den Krieg erklärt, finde ich gut. Nein, nein! Ach Gott! Sag mal, spinnst du? Du sollst nicht daher gehen, du sollst da bleiben und auf den schießen. Ich hasse die Steuerung in dem Spiel. Entweder ist mein Computer einfach zu blöd oder. Ach, jetzt werden die auch noch angeschossen von den Idioten. Ich interessiere mich nur für Menschen, offenbar so sind wir so jemand. Na gut, finde ich gut. Ja, ist eh klar, habt schon recht. Schießt mich nur ab. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Meinst du das? So hat Winston Churchill das gesagt. Der Mann war so dick, der konnte doch sicher gar nicht reiten. Oder? Hm. Unfassbar. Und blieb bleibt stehen. Nein. So, was machen wir als nächstes? Provinzen. Das brauchen wir für irgendeinen von den Stadtstaaten.
Nein, wir brauchen es nicht für die Stadtstaaten, sondern Bauwesen gibt uns einen Dings hier. Also einen Heureka bei den sozialen Sachen. So, du baust mir noch mal einen. Den können wir nämlich nachher aufregen. Ach, warte mal, nein. Ach Gott. Stadtproduktion ändern. Nein, 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 kannst du schon Schwertkämpfer bauen? Das müsste eigentlich gehen. Wieso nicht? Warum können wir keine Schwertkämpfer bauen? Haben wir noch keine Eisenverarbeitung? Ich dachte, das haben wir schon. Na gut. Dann bauen wir mal den Krieger, damit du dann später zum Schwertkämpfer aufgerüstet werden kannst. Und das passt für mich. Warte mal, wir haben einen Gesandten verfügbar. Kommt das dann noch hier? Muss ich dann schauen? Weil das wäre natürlich blöd, wenn wir nicht Sachsen und Gesandten zur Verfügung stehen haben. Du gehst hinter dem mal her. Sicherheitshalber. So, in Athen bauen wir als nächstes einen Campus, oder? Ein Lager oder einen Hafen? Hafen, Hafen, Hafen wäre gut. Glaube ich. Gold, hier ist das zweite Bezirksgelände für plus ein Punkt des. Also ein Gold, durch hier das angrenzende Küstenressourcengelände fällt. Sehr gut, durch hier das angrenzende Stadtzentrum-Gelände fällt. Das heißt, wir sollten das so bauen. Da zum Beispiel, da haben wir zwei. Da wäre noch besser, da haben wir drei. Und dann statt dieser Mine ein Handelszentrum. Ah ja, nein, doch, der Gesandte macht das und das geht automatisch. So. Naja, dann gehen wir da, dass wir wieder der Souverän sind von denen. Ich jetzt? Sind wir wieder der Schäfe da. Und Duscher wäre ziemlich cool, wenn wir die behalten als souveränes Dings. Okay. Und da das Handelszentrum dann hin und dann noch den Campus auch irgendwo. Aber wollen wir noch nicht ab den Fisch.
Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Oh, das kennen wir schon aus dem C5, den Spruch. So, wir können wieder Politik ändern. Oder nein, Handelswege, nein. Reduziert die Kosten für den Kauf von Geländefeldern, das klingt auch gut eigentlich. Aha, die Produktion von Siedlern gehen wir mal weg. Derzeit produzieren wir eh keine. Jetzt können wir entweder die plus 30% zur Produktion für Handwerker und anfangen Handwerker zu bauen. Oder geben den Gutkönig rauf. Oder wir nehmen die plus 2 Gold für die Handelswege. Wollen wir Geländefelder kaufen? Ich glaube nicht. So, entweder nehmen wir das hier rüber. Oder das hier rauf. Haben wir noch irgendetwas? Einheitenunterhaltung 1 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Das klingt auch nicht schlecht. Ersetzen wir das da durch das da. Und wir bauen noch ein paar Pferde. Und wir setzen das darauf. Und wir kaufen Gebäude einfach. Oder, ha, das ginge natürlich auch. Wir setzen doch den Gottkönig darauf. Und dann stattdessen bringen wir plus 2 Schriftsteller, Wissenschaftler oder Generalpunkte. Machen wir mal einen Wissenschaftler. Ich weiß nicht genau, was ein großer Wissenschaftler kann, aber bei Ziel 5 war der ziemlich wichtig. Machen wir das so. Schaut gut aus. Gut. Dann werden wir das noch schnell machen. Ah, da kriegen wir bald den Bonus, wenn wir Bauwesen haben. Bauwesen erforschen wir gerade, das heißt, das können wir mal anfangen. Der ist dann bald durch. Gründet eine Religion. Ja, das wäre schön. Das machen wir eh bald. 2 Campusbezirke, das wird noch ein bisschen dauern. Oder ein Lager, na okay. Zum Ziel einer Kriegserklärung, echt jetzt? Ich kann auch darauf verzichten, dieses Verreger-Dings zu kriegen, diese Inspiration zu kriegen. Dann brauchen wir hier auch noch was, und zwar vielleicht auch was, ein Campus oder ein Lager. Erträge pro Bürger plus 1 Kultur plus 1 Produktion darf nicht an ein Stadtzentrum angrenzen. Oh. Wieso das nicht? Verstehe. Okay. Hafen können wir vergessen. Handelszentrum? Nö. Vielleicht ein Campus, aber. Oder eine Akropolis. Wieso? Was brauchen wir für eine Akropolis? Wieso können wir das nicht bauen? Kein geeigneter Standort zur Verfügung. Wo muss denn das stehen? Bezirk für Kulturstätten ersetzt einen Theaterplatz. Bezirk und ist günstiger im Bau. Einen Gesandten. Das klingt auch gut. Aber wo können wir den hinsetzen? Das ist ein Kulturbonus für angrenzende Stadtzentrum. Für alle angrenzenden Wunder und Bezirke. Kann nur auf Hügeln errichtet werden. Oh, das ist natürlich doof. Das wäre schön, aber na gut. Handelszentrum, wofür kriegen wir da Boni? Plus 2 Gold durch. Hier ist angrenzende Flussgeländefeld. Ah, das hätten wir da schon. Hafengeländefeld. Plus 2 Gold durch. Hier ist angrenzende Royal Navy Werft Geländefeld.
das zweite Bezirksgelände fällt. Okay. Wenn wir den zum Beispiel hierher bauen, bringt er plus 2 Geld. Wir könnten auch hierher bauen und dann da ein Navy-Viertel dazu bauen. Na gut, wie schon gesagt, Herrschaften, einen schönen Nachmittag wünsche ich euch oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Bis dann, schlaf gut und träumt was Schönes.